Ihr habt die Fragen, ich habe die Antworten und damit geht's weiter mit ein wenig Pokémon Go. Wieder was zu IV, was ist denn eigentlich dieser Attacker-Bonus, von dem ich immer spreche? Was passiert mit Level 40, welches ich ja hoffentlich irgendwann bald erreichen werde? Die Zukunft von Let's Play Pokémon Go und mehr. Jetzt mal im Hintergrund noch ungezeigte Szenen, ein paar Fünfer-Eier kommen dann noch, ein richtig dicker Fang, nenne ich es jetzt mal, wo ich sogar eine Himbeere anstelle einer Sananabeere verwendet habe. Ja, das bin tatsächlich ich, jemand, der eine Himbeere für seltene Pokémon verwendet. Wow, 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 wow. Und ein bisschen Nesterkundung seit der 18. oder 19. Nein, 18. Neständerung in Pokémon Go. Erste Frage, die eigentlich keine Frage ist. Ich hasse diesen Typen, schreibt Mordlord Landlord. Er bezieht sich damit auf das Video von gestern, nämlich mit David Hollin, der Typ von Save Your Candies. Ja, dieses Video hat im Allgemeinen, deshalb will ich es kurz ansprechen, sehr viel Trauer, Unmut, Aggression ausgelöst. Also sämtliche Gefühlslagen waren damit dabei. Ja, ich habe in etwa auch so reagiert, aber was soll's, man kann es jetzt nicht ändern. Ich wollte das unbedingt so schnell wie möglich veröffentlichen, dass jeder Bescheid weiß, dass das eigentlich nur ein kleiner Prank war. Aber ich würde nicht sagen, ich hasse diesen Typen. Ich habe mir das Interview ganz reingezogen und ich muss schon sagen, die Mitarbeiter von Niantic da teilweise, die sind sehr am Boden geblieben. Relax, die lesen sogar teilweise auf Reddit mit, auf YouTube und die sind im Internet einfach präsent, aber sie sagen es nicht. Der hätte doch einfach, wenn er schon auf Reddit aktiv ist, sagen können, hallo, ich bin David Hollin, Save Your Candies, habt ihr falsch verstanden oder war nur ein Prank, dann wäre es sogar witziger gewesen. Aber ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass das gestern ein ziemlicher Schock war. So, ein weiteres Thema, worüber ich immer sehr viele Fragen erhalte, ist, soll ich dieses Pokémon 100% IV entwickeln oder dieses mit mehr Wettkampfpunkten? Dafür leider keine 100%. Also, in diesem Fall ist es jetzt ein Carpador. Ich will speziell auf dieses Beispiel eingehen. Ich persönlich bin Langzeitspieler und für mich sind 100%ige Pokémon besonders bei Pokémon wie Carpador zu Gyarados am wichtigsten. Denn durch diese 9%, also von 91 zu 100, kann man noch, nehmt mich nicht beim Wort, aber 50, 60, 70 Wettkampfpunkte rausholen. Wenn du beide Carpador zu einem maximalen Gyarados entwickeln würdest, das 100%ige hat unterm Strich irgendwann 50, 60, 70 Wettkampfpunkte mehr. Und wenn das dann in der Arena sitzt, diese 50, 60, 70 Wettkampfpunkte sind ein großer Vorsprung für später mal und außerdem 100% ist so selten, das ist einfach genial. In diesem Fall würde ich auf jeden Fall, sorry, zweimal Fall, aber egal, und das war ein kleiner Reim-Freestyle am Rande, auf jeden Fall das 100%ige nehmen, denn der Unterschied zwischen 125 und 167 vom Level her ist jetzt nicht so enorm. Natürlich würdest du dir weitaus mehr Sternenstaub und Carpador-Bonbon sparen, wenn du direkt das höhere, aber nur 91er Carpador nimmst. Aber ich sag jetzt mal, Carpador ist nicht das allerseltenste Pokémon. Da findest du noch genügend, um das dann hochzupowern und man muss sich das mal ansehen und durchrechnen. Mit manchen IV-Rechnern kann man sich das anzeigen lassen, wie viele Bonbons man von Level 10 bis 20, 20 bis 30 und so weiter benötigt oder zum Maximallevel. Am Anfang, das ist ja nichts, die ersten Upgrades kosten ein Bonbon, ein Bonbon, ein Bonbon, zwei, zwei, drei, drei. Am teuersten wird's hinten raus, die letzten Upgrades kosten 12 Bonbons. Und die musst du machen, egal ob du jetzt das 100%ige oder 91%ige nimmst. Bei Carpador auf jeden Fall das 100%ige. Ich würde sogar bei einem Dratini, hat mich neulich jemand auf Twitter gefragt, so soll ich ein WP12 100% Dratini oder ein WP400 98%? Ich habe geantwortet, das 12er mit 100%. Das ist einfach so ein 100% Dragoran. Das ist Gold wert in diesem Spiel, finde ich zumindest. Und von daher würde ich da voll reingehen. Allerdings, um das jetzt noch anzumerken, bei dem Dratini-Beispiel,
Da wird wahrscheinlich ein Großteil auch eher direkt das 98%ige mit besseren WP nehmen. Dendratini ist schon ziemlich selten, aber bei Carpador, nö, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich damit nicht nur diese Frage, sondern auch stellvertretend sehr viele IV-Entscheidungen ein bisschen beantworten konnte. Dann hat sich Parenta mal blicken lassen aus Asien. Danke, dass du bei mir vorbeischaust. Mit deiner Frage, wenn du Level 40 bist, fängst du dann immer noch jedes Taubsi? Ich würde schon, da 40 wahrscheinlich nicht mehr lange das Maximallevel sein wird. Und da will ich erstmal diesen Satz am Ende da einleiten mit, ja, du hast bestimmt recht, denn in Ingress, der anderen App von Niantic, gab es ebenfalls schon mal Levelerweiterungen, dass das Maximallevel angehoben wurde. Und die Leute, die in der Vergangenheit schon Erfahrungspunkte über das Maximallevel hinaus gesammelt haben, die waren dann mit einem Fingerschnippen wieder am neuen Maximallevel. Das heißt, wer jetzt 20 Millionen benötigt man für Level 40, wer dann schon vielleicht 30 Millionen gesammelt hat, ist nach dem neuen Maximallevel, wenn irgendwann eines kommt, vielleicht Level 45 oder so. Und ich kann garantieren, es wird ein neues Maximallevel kommen. Wann ist jedoch die Frage? Warum wird eines kommen? Ab Level 40 bekommt man Glückseier. Glückseier? Warum sollte man am Maximallevel noch Glückseier bekommen, wenn es nicht irgendwann mal weitergehen soll? Und um die Ursprungsfrage zu beantworten, mit Level 40 werde ich da noch jedes Taubsi fangen? Auf jeden Fall. Ich glaube, es wird nichts an meinem Spielstil ändern, so, dass ich, wenn ich Level 40 bin, ich werde ganz normal jedes Pokémon so fangen. Manchmal lässt man irgendwas liegen, wenn man schon weiterläuft und weiß, dort vorne ist sowieso auch wieder ein Pokémon. Aber im Prinzip, nö, das würde eigentlich nichts ändern. Hätte es Niantic so gemacht, dass man am Maximallevel keine weiteren IP mehr sammeln kann, die dem Konto gutgeschrieben werden, dann muss ich dir sagen, würde ich wahrscheinlich die Schrott-Pokémon, also Taubsi, sorry, Taubsi ist kein Schrott-Pokémon, würde ich die Schrott-Pokémon, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, so ein Habitak ist ein Schrott-Pokémon oder ein Kramurks, die würde ich nicht alle sofort einfangen, aber Taubsi, ja, nimmt man mit. Candies, EP-Event und so weiter. Und ganz viele haben nach dem letzten Entwicklungsvideo gefragt, was ist denn dieser Attacker-Bonus oder Stab oder wie schreibt man das, was kann das? STAB, Same Type Attacker-Bonus, übersetzt, Angriffsbonus vom selben Typ. Das heißt, wenn ich jetzt ein Seedraking habe mit dem Typ Wasser und Drache, dann hat jede Wasser- und jede Drachenattacke, die dieses Seedraking erlernt, den STAB, den Same Type Attacker Bonus, und der multipliziert den Schaden einer Wasser- oder Drachenattacke um 1,25. Bedeutet 25% erhöhter Schaden. In den ursprünglichen Pokémon Games ist dieser Step sogar 50% erhöht, hier im Pokémon Go nicht so sehr. Aber aus diesem Grund bevorzuge ich Angreifer mit zweimal STAB. Stab, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dass es jeder gut verstehen kann. Wenn ich mit Arcani selbst angreife, dann greife ich zum Beispiel ein Bisaflor an, um Feuer gegen Pflanze vom Typvorteil zu profitieren. Und dann will ich auch bei Arcani vom Stab-Vorteil profitieren. Das heißt, dass die Feuerattacken nochmal mehr Kavums machen. Natürlich kann ich zum Beispiel jetzt gegen einen Aquana mit einem Nocturne kämpfen. Nocturne kann in der Tat Elektroattacken erlernen. Nocturne ist jedoch kein Elektro-Pokémon. Von daher wird diese Elektroattacke niemals so viel Schaden auszahlen wie bei einem Blitzer zum Beispiel, wo jede Elektroattacke auch diesen Stab-Bonus genießt. Beim Verteidigen ist der Bonus nicht so wichtig, ganz im Gegenteil. Beim Angreifen jedoch schon, für mich persönlich, denn ich möchte immer ein Pokémon zum Angreifen von einem Typ haben. Warum beim Verteidigen nicht? Nehmen wir Hytera als Beispiel. Ist ein Normal-Pokémon und die besten Attacken so mit Stab sind eigentlich Pfund und Hyperstrahl, würde ich sagen. Profitieren beide vom Attacker-Bonus, weil es zwei Normalattacken sind. Zum Verteidigen jedoch, viele Leute greifen Hytera mit einem Dragoran an. Dragoran hat eine irrsinnige Schwäche gegen Fee. Und wenn Hytera jetzt Zauberschein hat, profitiert die Attacke zwar nicht vom Stab, jedoch, wenn ein Dragoran angreift, der Spieler rechnet vielleicht nicht damit, aber dann kommt plötzlich, Zauberschein. Angriff ist sehr effektiv. Zack, direkt einen Konter ausgehebelt.
Beim Verteidigen, Step egal, beim Angreifen für mich sehr wichtig, macht jeder anders. Okay, und jetzt noch zum Pokémon Go Let's Play. Ich wollte nur dazu sagen, als kleine Info für alle Hardcore-Zuseher, die keine Folge verpassen und täglich darauf warten, ich habe jetzt wirklich seit 240 Folgen oder so, ganz am Anfang habe ich mal eine ausgelassen, aber jetzt seit 240 Folgen, 240 Tagen täglich ein Video hochgeladen und mir echt viel Mühe gegeben etc. Und ich will nicht, dass die Qualität leidet, deshalb kann es mal in Zukunft jetzt auch vorkommen, dass in der Woche nur 6 Videos kommen oder so. Dann werde ich unter der Woche irgendeines auslassen, aber ich will, ja, die ganzen Kommentare, das ist viel Zeit, aber ich will die häufiger wieder mit einfließen lassen, immer frisches Gameplay und nicht nur Taubsies fangen, sondern auch so ein Relax, so Eier öffnen etc. Ist eigentlich nichts Großes, nichts Schlimmes, nur, dass ihr Bescheid wisst, vielleicht kündige ich es auf Twitter an, wenn an irgendeinem Tag mal nichts kommt, weil manche freuen sich ja immer so, oder ja, nach Hause und dann am Abend noch die Folge schauen und Schilling, wo ist sie? Du hast immer täglich, genau, kann sein, dass ab und zu mal eine Folge ausfällt. Das wollte ich nur nebenbei jetzt anmerken, aber was nicht so viel Zeit in Anspruch und ich häufiger machen kann und auch werde, ist irgendwelche Mini-News, kleinen Guides auf meiner Website spieletrend.com zu veröffentlichen, die Save Your Candy Story. Obwohl mein Video schon nach 10 Stunden irgendwie 40.000 Klicks hatte, hatte mein Artikel dazu sogar noch mehr. Das sieht man eben nicht öffentlich, aber der Artikel kam richtig gut an, so über das Interview mit David Hollin etc. Genau, und da werde ich häufiger auch so in diese Richtung was veröffentlichen. Das Schreiben macht mir viel Spaß, das Fotos, Video, Bilder bearbeiten etc. Na gut, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und wir sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Puh.